So, Freunde, nicht wundern, es ist wieder die Handykamera, die aufnimmt. Das heißt quasi, ich muss jedes Mal zum Starten, damit wir es in 4K haben, das Handy umdrehen. Ich nehme quasi auch mit den hinteren Kameras wegen 4K. Ne? Bessere Auflösung, mehr für euch. Ja, ich bin kurz unterwegs. Wie ihr seht, noch mit meiner alten Werbung. Die neue Mütze ist schon bestellt. Mein Scooter muss auch noch neu gemacht werden. Das wird aber nicht heute gemacht. Mein Scooter, das kostet mich wieder Geld. Die Mütze kostet auch Geld. Ja. Die Mütze kostet Geld, die kommt aber schon mal neu. Meine Jacke. Werde ich auch noch meine alte Jacke behalten, weil die war auch teuer gewesen und die jetzt wegschmeißen, nur wegen neuen Logo. Wäre ja ein bisschen schwachsinnig. Der Scooter wird noch neu gemacht. Nicht heute, nicht in diesen Tagen. Das dauert auch, kostet aus Pinke Pinke. Das Auto wird neu gemacht. Pinke Pinke kostet auch erst Geld. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, in dem Sinne wegen Umstellen, Pinke Pinke, gerne auch spenden. Ja, geht da alles in der heutigen Zeit über PayPal und so weiter. Wer mag, einfach anschreiben: kontakt.marcoloretz@gmail.com. Ich darf nicht lange stehen, gleich wird es drin dunkel. Ist erstmal Bewegungsmelder drin ausgestattet hier bei uns im Keller. Wo ist denn das Ausgang oder Licht? Irgendwo ist Licht auch. Ach, hier ist es. Ja, wir sind kurz einmal unterwegs. Heute einmal kurz, nämlich einmal jetzt zur Deutschen Post. Diese Deutsche Post, ich würde gerne mit einer versteckten Kamera gerne aufnehmen. Die Deutsche Post soll nämlich ein Serviceproblem haben. Ich werde das im Nachhinein nur berichten können, ob es bei dieser Filiale, als ich unterwegs bin, hier in Rostock, Bentwisch, gibt es eine Postfiliale. Wie soll man das Ganze erklären? Bei dieser Postfiliale, also ich wohne hier in Rostock-Dirgo. Es gibt auch die Stadtteile Rostock-Teutenwinkel und alle Briefsendungen oder Pakete, die nicht in eine Paketstation reingesendet werden, oder die halt nicht zugestellt werden können und auch nicht in die Paketstation reingehen, weil sie nicht reingehen können oder wie auch immer und so fort. Ich habe auch gerade das Problem gerade. Da war ein Paket für mich gewesen. Wir waren selber unterwegs gewesen an dem Tag. Wir waren am Strand gewesen, waren baden. Ich habe zwar bei der Deutschen Post ein Konto, sogenanntes Konto für die Paketstation, aber das war eine Sendung, die kam über die Briefpost. Ja. Wer die Briefpostboten der Deutschen Post kennt, die stellen manchmal auch Päckchen zu, die logischerweise im Briefkastenschlitz, in den Standardbriefkastenschlitz, nicht reinpassen. Obwohl man sich fragt, warum macht das denn die Post nicht über den Paketdienst, bei dem, was man zumindest geht, zur Paketstation rüber. Ne? So hat jetzt der Kunde einen unnützen Aufwand, wie jetzt Icke. Ja? Ich muss jetzt von meinem Stadtteil Dirgo rüber radeln in eine mit meinem Roller 15 Minuten entfernte Postfiliale, ja, und in dieser Postfiliale werden alle Pakete an, komisch Geräusch gerade, in dieser Postfiliale werden alle Sendungen angenommen aus Teutenwinkel, aus Dirko, aus Bentwisch, alle laufen da zusammen, weil wir haben hier bei uns in Dirko, zum Beispiel auch in Teutenwinkel, keine. Wir haben schon Postfilialen bei uns, kann man euch so sagen. Also es gibt ja die traditionelle Postfiliale, gibt es ja auch nicht mehr. Wir haben noch diese Filialen, wo man Pakete mit abgeben kann, aber die nehmen selber keine Sendung mehr an, weil die Lagefläche reicht dafür nicht aus. Dementsprechend geht dann das quasi alles an ein größeres Unternehmen, was weiter weg ist. Es kotzt alle an, die hier in unserem Stadtteil wohnen. Das kotzt alle an, die dort wickeln, wo man muss jedes Mal auf Bentwisch rausfahren, um seine Post zu bekommen, die nicht zustellbar war. Ja, und diese Posthändnis soll, grob Fassung jetzt, unter ein Serviceproblem leiden. Ich würde gerne ein verstecktes Mikrofon machen. Ich mache es nicht. Ich habe keinen Abholschein erhalten. Den gibt es mittlerweile auch noch per App. Seltsam. Ja, das heißt, wer keine App hat, hat auch keinen Abholschein. Und ich habe auch mein, ich drehe mit Abs um, keine Schleichwerbung, meinen Personalausweis mit, bei denen verlangen sie meistens auch bei einer Abholung. Also, Abholschein über eine App und setzungsweise über eine App. Und Personalausweis ist mit. Also dürft ihr von daher nichts ein Problem ausmachen, warum ich meine Sendung heute nicht erhalten soll. Die Sendung liegt seit gestern 13 Uhr vor Ort. Und wir werden gleich berichten, wie der Service in der Filiale dort gewesen ist. Ich bin selber gespannt. So, wir befinden uns jetzt vor der Filiale, quasi kann man sagen, hier im Handcenter. Problem unter anderem soll ja sein, das gängigste Guten Tag und auf Wiedersehen. Öffnungszeiten abgesehen davon. Ja, wir sind jetzt vor der Filiale. Ich werde mir jetzt einloggen in die App, damit ich meinen Abholschein habe, meinen Personalausweis rausholen und dann mal sehen, wie der Service mit Guten Tag und Tschüss vor Ort ist.
So, unser Fazit jetzt zu dieser Filiale in Bentwisch. Alternativfiliale, da hinten seht ihr schon eine Paketstation. Mehr dazu gleich. Also, unser Fazit zur Filiale in Bentwisch. Bei uns hat alles reibungslos geklappt. Wir wurden freundlich begrüßt, wir wurden freundlich verabschiedet. Ja, die Mitarbeiter waren kurz abgelenkt, wo wir reinkommen sind. Eine hat an der Kasse irgendwas umhergespielt auf der rechten Seite. Die andere war unten beim Sortieren quasi. Die haben Bestellung aufgegeben. Wo man sich dann denken muss, man hat zwei Mann, kleine Filiale und naja, vielleicht Probleme bei der Bestellung. Ne? Muss nicht sein. Also, aber es war eine Wartezeit von 1-2 Minuten. Da hat die Kollegin aufmerksam gemacht, die mir schon gesehen hat, da unten, die da unten gekniet hat von der Art, du hast einen Kunden. Ne? Hinter mir kamen schon neue Kunden, also die wurden quasi relativ schnell bedient. Ohne Probleme. Gott sei Dank habe ich meinen Personalausweis mitgehabt, weil der wurde abverlangt. Der Scannercode in der App wurde nicht abgescannt, nur Paket wird abgescannt, Personalausweis kurz abgeglichen, passt, Paket, viel Spaß, tschüss. Alternative natürlich zu einer Filiale für Pakete, wenn man so schon sagen, für Pakete, ist zum Beispiel eine DHL-Paketstation. Ja, die Anmeldung, ihr müsst euch dafür anmelden, es sei denn, ihr habt einen Abholschein für ein Paket direkt, aber sonst müsst ihr euch dafür anmelden. Die Anmeldung ist kostenlos, es gibt Vor- und Nachteile bei dieser Paket-App. Vorteile: Ihr bekommt eure Pakete in der Regel zu der ausgewählten Paketstation hingeliefert. Es sei denn, sie ist gerade voll, dann wird zu einer alternativen Paketstation in der Nähe hingeliefert. Meistens in der Nähe. Das ist der Vorteil von ATA. Ihr müsst nicht zu Hause sein, wenn ein Paket kommt. Es wird da angeliefert. Zweiter Vorteil: Ihr könnt 24 Stunden am Tag. Gut, ich bin ja gerade hier beim Lidl-Markt in Dirko. Da ist um 21 Uhr die Schranke runter, da kommt mir auch immer rauf. Aber zu Fuß kommt man zumindest hier bei dieser Paketstation 24 Stunden am Tag immer ran. Man kann jeden Tag, ob sonntags, ob feiertags, sein Paket abholen. Ich glaube, 7 Tage maximal ist das Ganze möglich. Ja? Weiterer Vorteil: Wenn ihr ein Retourpaket habt, könnt ihr das mit dieser Paketstation zurückschicken. Hingehen, abscannen, reinpacken im Paketfach, Tür zu und das Paket wird automatisch verschickt. Zweiter Vorteil: Auch normale Pakete können verschickt werden. Ja, dafür müsst ihr zu Hause quasi nur ein Paket fertig machen. Ihr müsst zu Hause keinen Paketschein drucken. Paketschein könnt ihr hier direkt an diesen Automaten mit ausdrucken lassen. Also der braucht auch zu Hause kein Papier verschwenden. Gibt es hier kostenlos zum Ausdrucken, wenn der Drucker genügend Papier drin hat. Eine kleine Voraussetzung. Ja. Und der zweite Vorteil ist dabei, wenn ihr euer Paket hierüber abschickt, macht ihr andere Leute von der Postfiliale vielleicht arbeitslos, weil mich ihr erhaltet sogar noch Punkte. Quasi, ihr habt ja eure Postkarte, bekommt ihr ja quasi eure Kundenkarte, die könnt ihr an dem Gerät mit abscannen, mein Paket verschicken und dann bekommt ihr 4 Punkte gut geschrieben und mit diesen Punkten wiederum, nicht über die App, noch nicht über die App, sagen wir so, sondern quasi online, könnt ihr diese Punkte sogar gegen Guthaben, also quasi gegen eine Versandmarke eintauschen. Im Zweifelsfall könnt ihr das nächste Paket oder das übernächste Paket schon kostenlos verschicken, aber mit der Deutschen Post. Das sind die Vorteile. Nachteile gibt es natürlich auch. Habe auch schon erlebt. Wie gesagt, die Kundenkarte, die er hatte von Deutschen Post, ist eine Plastikkarte. Die Nummer steht zwar auch in der App drin, aber es ist kein QR-Code oder kein Strichscanner zum Abscannen für die Kundenkarte in der App möglich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Paket verschicke, muss ich jedes Mal händisch über die App die Nummer, die ich da sehe, eintragen am Gerät, damit er sieht, ah, ich bin ein Kunde gewesen. Ja? Das ist schon mal der erste Nachteil, um die Punkte zu behalten. Also quasi die Kundenkarte ist leider nicht komplett digital zum Upscan in der App hinterlegt. Nachteil bei der Deutschen Post, warum das so nicht ist, ich weiß es nicht. Zweiter Nachteil ist, wenn ihr direkt euer Paket dahin schicken lasst, könnt ihr das nicht abholen, wenn ihr kein Kunde seid mit dieser App. Dann bleibt das Paket drin und geht dann irgendwann wieder zurück. Weil ihr bekommt zwar eine E-Mail zugeschickt, Paket wurde zugestellt, Paketstation, aber ihr haltet über die E-Mail, zum Beispiel wie bei Amazon ist es so, wenn ihr über den Amazon, über die Amazon-Paketboxen was verschickt, bekommt ihr einen Code per E-Mail mit zugeschickt. Mit diesem Code könnt ihr Paket abholen. Ihr bekommt von Deutschen Post auch eine E-Mail, aber ohne Code, da steht drin, liegt jetzt in der Paketstation, können sie abholen über die App. Also die Abholung, wenn für Pakete, die direkt dahin gesendet werden, geht nur über die App. Das ist ein Nachteil dabei. Und der andere Nachteil, was mir schon mal passiert ist, ich habe schon mal ein Paket verschickt, habe dann ein Paketfach ausgesucht,
Das war mir aber im Nachhinein zu groß gewesen. Ich hätte es gerne kleiner gemacht. Aber mein Paket habe ich schon da drin zugemacht gehabt. Ich habe ein Paket reingelegt, Tür zu. Hab mir gedacht, na, ist eigentlich ein bisschen groß, ne? Guck Automat, oh, anderes Fach. Ja, anderes Fach. Klick, andere Tür auf. Und da, wo mein Paket drin lag, lag es drin. Die Tür ging nicht mehr auf. Dachte so, okay, ja. Gut, Tür zu. Ja, als reingelegt, markiert und so weiter. Und die Post hat dann mir gesagt, sie können mein Paket nicht abholen, weil mein Paket hat in den Alternativpaketfach nicht drin lag. Das heißt, Gott sei Dank habe ich einen Postboten dann erwischt bei einer Paketstation beladen und entladen. Ich habe gesagt, du, ich habe Paketverkehr reingelegt, kannst du mal gucken, damit so postalisch auf den Weg geht. Hat er dann auch gemacht und fand, also wenn ihr ein Paketfach auswählt und ihr seht schon, es ist zu klein oder ich finde es persönlich zu groß, bevor ihr die Tür zumacht, anderes Paketfach auswählen. Pakete verschicken geht auch noch, sorry für den ganzen Text, gibt viel zu erzählen über die Box. Pakete verschicken geht natürlich auch ohne Kundenkarte, dann bekommt ihr keinen Punkt dafür. Geht aber auch. Na, also das könnt ihr auch machen. Ihr habt da quasi ein Etikett, was ihr euch quasi hier auch trotzdem dann live ausdrucken könnt und dann das Paket einfach nur reinlegen. Also verschicken geht auch ohne Kundenkarte, abholen mit Abholkarte, abholen, wenn man es direkt hier hinliefern lässt, geht aber nur über die App. So, also Fazit bisher von der Filiale Bentwisch, zufrieden, Alternative, ich hoffe einigermaßen gut erklärt von der Paketstation. Ich sehe gerade im Hintergrund, sie wird gerade ein bisschen gewartet, aber das ist auch ein Service der Deutschen Post, muss ab und zu mal gemacht werden. Also, noch Fragen, Wünsche, Sorgen, schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Folgt mir auf Instagram, TikTok und ich sage Tschüss und Dankeschön fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Woche wieder hier auf YouTube.